10 Wüstenentdeckungen, die selbst Wissenschaftler nicht erklären können. Extreme Wetteränderungen und geringe Niederschläge machen Wüsten zu faszinierenden Orten. Bisher gab es einige unerklärliche Wüstenentdeckungen, die zur Rätselhaftigkeit unseres Planeten beitragen. Von den vergessenen Schätzen der Schriftrollen vom Toten Meer über Vampirskelette bis hin zu den geheimnisvollen Toren Arabiens. Hier sind 10 Wüstenfunde, die selbst Wissenschaftler nicht erklären können. Nummer 10. Mysteriöser Monolith. Übliche Dinge, die man in einer Wüste findet, sind Sand und Felsen. Das war's auch schon. Vielleicht noch ein paar Wüstentiere und Pflanzen, wenn man Glück hat. Aber man erwartet nicht, einen glänzenden Monolithen zu finden. Das mysteriöse, glatte, glänzende Stück Metall wurde in der kargen, marsähnlichen Wüste im Südosten Utahs bei einer Hubschrauberzählung von Dickhornschafen entdeckt. Das Team des Utah Department of Public Safety und der Division of Wildlife Resources, das den Monolithen entdeckte, untersuchte ihn genauer. Sie fanden heraus, dass er aus rostfreiem Stahl gefertigt war und 3 Seiten hatte. Der Monolith war etwa 2 Mann hoch. Abgesehen davon fand man keine weiteren Informationen. Niemand weiß, wie er ihn dort aufgestellt hat, was er darstellen soll und warum er dort steht. Nummer 9. Wadi-Felskunst. Wenn du Der Marsianer gesehen hast, hast du nicht nur Matt Damons gefangenen Astronauten gesehen, der versucht, den roten Planeten zu verlassen, sondern auch den atemberaubenden Hintergrund, der als Mars diente. Wadi Rum, ein UNESCO-Weltkulturerbe, Heimat einer beispiellosen Citizen Science-Initiative, aber Schluss mit Beschreibungen. Dieser Ort, der auch als Tal des Mondes bekannt ist, liegt im südlichsten Teil Jordaniens und bietet weitläufige Sanddünen, Schluchten, rotgebrannte Sandsteinbögen und eine Fülle von Felszeichnungen, von denen viele Jahrtausende alt sind. Die Vorfahren der nomadischen Beduinenstämme, die heute das Gebiet bewohnen und durchqueren, haben diese Spuren hinterlassen. Die Felszeichnungen im Wadi Rum sind zwischen 5000 und 12000 Jahre alt. Diese Gravuren stellen in der Regel Kreaturen dar, die heute nicht mehr in Jordanien leben, wie zum Beispiel Löwen, Steinböcke, Strauße, Oryx-Antilopen, Hyänen und talmudische Beschreibungen, ein Pauschalbegriff zur antiken Regionalliteratur, der selten verstanden wird. Nummer 8. Die geheimnisvollen und unergründlichen lila Kugeln. 2013 entdeckte ein Ehepaar bei einem Spaziergang in der Wüste von Arizona, südöstlich von Tucson, hunderte von wässrigen, durchscheinenden lila Kugeln, die im Licht schimmerten. Die Spezialisten haben keine schlüssige Erklärung, was diese seltsamen lila Kugeln sein könnten. Man vermutet jedoch, dass es sich entweder um eine Art Kalkschimmel, Pilze oder um Hydroblasen handelt, die man in den meisten Lebensmittelgeschäften kaufen kann. Da es jedoch keine glaubwürdige Erklärung gibt, spekulieren einige Leute, dass Außerirdische sie erschaffen haben könnten. Andere glauben, dass es sich um dasselbe biblische Manna handeln könnte, das die Israeliten im Alten Testament fanden. Nummer 7. Vergessene Schätze der Schriftrollen vom Toten Meer. Zwischen 1946 und 1956 wurden die Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt, was sie zu einer der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts machte. Eines der 981 Dokumente, die Kupferrolle, die in Höhle 3 in der Nähe von Kirbet Qumran in Westjordanland gefunden wurde, hat die Forscher jahrelang vor ein Rätsel gestellt. Sie behauptet, eine Schatzkarte zu sein, auf der 24 Orte verzeichnet sind, die hunderte Tonnen Gold und Silber enthalten. Die Karte ist in einem Hebräisch geschrieben, das sich von dem alten Hebräisch unterscheidet, das in den übrigen Schriften verwendet wird.
Hunderte Jahre später wurde die Kupferrolle in einem weiter verbreiteten Dialekt geschrieben. Mehrere Expeditionen wurden gestartet, um die Schätze zu finden, bisher ohne Erfolg. Unabhängig davon, ob der Schatz bereits entdeckt wurde oder noch versteckt ist, müssen Forscher ihre Suche fortsetzen. Nummer 6. Jordaniens unerklärliche Geoglyphen. 1927 entdeckten Piloten, die im Ersten Weltkrieg dienten, kreisförmige Geoglyphen in der Region Wadi Wisad in der schwarzen Wüste Jordaniens. Einer der Piloten, Lieutenant Percy Maitland, schrieb einen Bericht über ihren Fund. Er ließ ihn in der Zeitschrift Antiquity veröffentlichen. Eine aktuelle Studie ergab, dass die Geoglyphen im ganzen Jemen und in den Ländern Syrien, Jordanien und Saudi-Arabien zu finden sind. Sie sind über 8500 Jahre alt, was bedeutet, dass sie 6000 Jahre vor den Nazca-Linien in Peru entstanden sind. Andere Muster wurden in Form von gewundenen Mauern, Drachen und Anhängern in Größen von 50 Metern bis zu 1000 Metern Breite gefunden. Bis heute wissen die Forscher nicht, warum die Menschen in diesen Gebieten Monumente und Geoglyphen bauten, die für das bloße Auge unsichtbar sind, wenn man sie nicht von oben betrachtet. Nummer 5. Das gehörnte Känguru. Bei einer Ausgrabung in der australischen Nullarbor-Wüste 2002 wurde eine Sammlung von Fossilien der Megafauna entdeckt, darunter das erste vollständige Skelett des riesigen Beutellöwen Thylacoleo. Außerdem fand man den bizarren Schädel eines gehörnten Kängurus. Im Gegensatz zu anderen fossilen oder lebenden Kängurus hat das Hornkänguru eine merkwürdige Knollennase und knöcherne Vorsprünge, die über die Augen ragen. Dieses Känguru lebte vor etwa 200.000 bis 500.000 Jahren. Es ist möglich, dass die hornartigen Merkmale dazu dienten, die Augen des Tieres vor den stacheligen und dornigen Pflanzen zu schützen, von denen es fraß. Außerdem wiesen die Teilskelette Grabklauen auf, die typischerweise bei viel kleineren grabenden Tieren zu finden sind. Nummer 4. Hemet Labyrinth, Kalifornien. Ein Ranger in der Nähe von Hemet, Kalifornien, inspizierte 1914 sein Land, als er auf einen Felsblock stieß, in den ein seltsames, labyrinthartiges Muster eingeritzt war. Anhand von Gegenständen, die in der Nähe des Steins gefunden wurden, stellten Archäologen schließlich fest, dass die Gravur mindestens 500 Jahre oder älter ist. Die Archäologen sind sich jedoch nicht sicher, wer die Gravur geschaffen hat und warum. Das Design selbst trägt zu diesem Rätsel bei. Die meisten Petroglyphen in den USA sind stilisierte Darstellungen von Tieren oder Menschen oder Muster, die Flüsse, Wege oder andere natürliche Elemente symbolisieren. Dieses Muster unterscheidet sich deutlich von anderen Felszeichnungen in den Vereinigten Staaten und sieht aus wie ein komplexes Labyrinth in Form eines Hakenkreuzes eines buddhistischen Musters. Es ist auch deshalb ungewöhnlich, weil seit 1914 nur 50 weitere ähnliche Gravuren entdeckt wurden, alle im Umkreis von 240 Kilometern. Nummer 3. Der Dogon-Stamm. Einige von uns wissen vielleicht, dass der hellste Stern im Himmel Sirius heißt. Aber man muss schon Astronom sein, um mehr darüber zu wissen. Oder du bist ein Mitglied des Dogon-Stammes. 1930 entdeckten Wissenschaftler den Stamm der Dogon in der Wüste von Mali in Westafrika. Sie lebten völlig isoliert vom Rest der Welt und ihre Kultur besteht aus Glaubensvorstellungen und wissenschaftlichen Ritualen, die mit dem Stern Sirius zusammenhängen. Zu dieser Zeit war das Wissen über den Planeten noch nicht weit verbreitet. In einer Zeit, in der es keine ausgefallenen Teleskope oder andere fortschrittliche technischen Geräte gab, beschreibt eine Dogon-Legende, die so alt ist wie der etwa 1000 Jahre alte Stamm, den Sirius in genauen Details.
Sie erwähnt sogar einen zweiten Zwergstern, der ihn umkreist, und das Vorhandensein eines dritten kleineren Sterns. Derselbe weiße Zwergstern, der erst im 19. Jahrhundert von Astronomen entdeckt wurde. Wissenschaftler können sich das astronomische Wissen des Dogon-Stammes nicht erklären. Nummer 2. Mysteriöse Tore von Arabien. Archäologen haben in Saudi-Arabien rund 400 rätselhafte Steinstrukturen ausgegraben, die tausende von Jahren alt sind. Einige dieser mauerähnlichen Gebilde hängen über alten Lavakuppeln. Viele der Steinmauern wurden von den Archäologen als Tore bezeichnet, da sie von oben betrachtet Feldgattern ähneln. Sie wurden in Harad Kaibar, einem Gebiet im westlichen Zentral-Saudi-Arabien, in Gruppen entdeckt. Die Archäologen, die an dem Projekt arbeiten, sind sich nicht sicher, welchen Zweck die Tore haben oder wie alt sie tatsächlich sind. Sie sind aus Stein gebaut und die Wände sind rau und niedrig. Das kürzeste Tor ist 13 Meter lang, während das längste 518 Meter misst, also mehr als ein NFL-Footballfeld. Viele haben mehrere Steinmauern, die in manchen Fällen eine rechteckige Form bilden. Andere, die sogenannten I-Tore, haben nur eine Steinmauer mit Steinhaufen an beiden Enden. Diese Tore sollen vor den Pyramiden entstanden sein. Nummer 1. Die Blythe Intaglius. Die Blythe-Geoglyphen schmücken den Wüstenboden in der Colorado-Wüste nahe der Grenze zwischen Kalifornien und Arizona. Diese massiven Bodenzeichnungen sind eines der faszinierendsten historischen Geheimnisse Amerikas. Niemand weiß, wer sie geschaffen hat oder wann genau sie entstanden sind. Was man weiß, ist, dass die Erstellung dieser unglaublichen Naturkunstwerke viel Zeit und Mühe gekostet hat. Vor etwa 1000 Jahren wurden diese von Menschenhand geschaffenen Bilder auf dem Wüstenboden errichtet. Ihre Bedeutung ist spekulativ. Je nachdem, wen man fragt, sollen sie Menschen, Götter, Berglöwen oder Pferde darstellen. Die höchste Glyphe ist 52 Meter hoch. Es ist schwer zu glauben, dass es nur Kunstwerke sind. Man kann sie zwar vom Boden aus sehen, aber am besten erkennt man sie aus der Luft. Das bedeutet, es ist vernünftig anzunehmen, dass die Macher sie geschaffen haben, um unsterblichen Augen zu gefallen. Welche dieser Entdeckungen hat dein Interesse am meisten geweckt? Bitte lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Vergiss nicht, auf unserem Kanal vorbeizuschauen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen.